So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Hatz geht hier weiter in dem Lager der Mongolen. Wir wollen ja immer noch die Rüstungsteile, die Mongolen abluchsen und uns die Rüstung selber für uns beanspruchen. So ist ja eine drin. Ja, da ist die Spiel. Schnauze! Und Jin, warum greifst du denn die Papiertür hier an, anstatt den Mongolen da anzugreifen, ey? Oh. Aua. So. Keiner da. So viele dürften es aber auch nicht mehr sein. Die haben sich hier voll schnell auseinander gelöscht. Schön ausgewichen und ein Zack in den Hals. Weißt du was? Machen wir es kurz. Ja, jetzt hast du mich erkannt, wa? Ich bin's, der Geist. Fall nicht in die Tiefe. Mutig bist du ja. Gut, musst du auch sein. Du bist ein General. Oh. Euer General ist gefallen und eure Moral ist im Keller. Töne da. Dann haben wir ein Viech hier drin? Keine Bären, keine Wölfe, keine Tiger. Na gut, dann halt so. Ich dachte, ich kann das aufschlagen, aber anscheinend darf ich das nicht. Töte Gegner mit dem Langbogen, ja gut. Vielleicht habe ich noch die Chance, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, so. Nö, ich habe nur noch einen Falken. So, auch die Schwarzpulver verstecke hier und dann sind die ganzen Vorräte vernichtet. Wo auch immer sie sind. Ja. Ah.
dann kommen sie. Und dann haben wir das nächste Rüstungsteil. Vielleicht kriegen wir die in diesen beiden. Also die beiden Rüstungsteile in diesem Part. Oh. Ein Zeichen. Wir haben ein Zeichen gesetzt. Ah. Du weißt, warum ich hier bin? Ich will das Rüstungsteil. Es steht dem Khan nicht zu. Wortlos stellt er sich dem Geist. Mit der Hoffnung, siegreich aus diesem Kampf zu kommen. Aber das werden wir sehen. Wer hier siegreich ist. Dein Tritt kannst du dir sparen, mein Freund. Immer dieser Schwertschlag. Noch eine coole Technik. Sieht aus wie ein Teil der Rüstung, die für den Khan bestimmt war. Nice. Handschuhe. Okay. Das heißt, der nächste Teil wird wahrscheinlich der Körperteil sein. Und dann haben wir's. Also Kopf, Schuhe, Handschuh und Körperteil. So, Belohnung verfügbar. Wir können uns... Ja, wir haben ja ein paar Banner eingesammelt. Gut, das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also ich werde tatsächlich, wenn man jetzt in die Techniken guckt, werde ich diese Erkundung machen. Das heißt, Gesundheit hoch, Monde hoch, okay, Talisman weiß ich nicht. Muss ich gucken. Das habe ich ja schon. Die will ich auf jeden Fall alle haben. Und die Fuchsschreine will ich auch alle. Obwohl, das und das und das ist eher wichtig für mein Playthrough. Dieses und dieses hier nicht mehr, weil ich werde ja an meinen Talismännern ja nichts mehr verändern. Immer noch ganze. Diese ganzen Nebenquests wollen wir auch noch machen. Bevor wir dann. Guck mal, da gibt's. Ja. Rüstung eines mongolischen Kommandanten werden wir auf jeden Fall dann einsacken. Also keine Zeit verlieren und zusehen, dass wir den letzten Teil der Rüstung finden. Technikpunkt, Technikpunkt und 2 Gold. Ja, Pferd. Mein treuer Begleiter im Exil. Ja, dafür müsste ich den Onkel eigentlich auch noch fertig machen. Ja, nicht töten, aber zumindest müsste er ordentlich einen auf den Sack kriegen. Kann ich da Quick Travel? Nee. Ja, komm, egal. Das lohnt sich nicht. Das ist nur eine kleine Strecke. Ich habe ja auch noch genug Zeit. Ich denke mal nicht, dass das jetzt... Und wenn, dann mache ich den Part halt in der Überlänge. So. Ich habe aktuell gerade auch ein bisschen
so viele andere Gedanken. Ich will alles auf einmal und kann es nicht auf einmal kriegen. Feuer, ne? Das sieht einfach mega aus. Auch wenn ich immer noch auf der PlayStation 4 zocke, aber das stört mich tatsächlich gar nicht so doll. Fuchsbau. Da ist er. Da kam man gerade raus aus seinem Bau. Gut, ich nehme ja mit. Ah, dann. Den Fuchs lässt du am besten nicht auf der an der Seite stehen. Da ist er. Das erinnert mich irgendwie aus diesem Fuchsvideo, so wie der da gerade eben rumgesprungen ist, wo der Fuchs in diesen Schnee springt und dann so versinkt. Na, finde ich das vor dir? Ja, doch, ein guter Instinkt. Ich meine, vielleicht können wir den Fuchs ja nochmal streicheln. Ist ja aber flink. Nur weil ich jetzt ein bisschen schneller war, musst du hier nicht gleich cheaten. Das ist ein Bär. Wo habe ich auch noch Raubtierfälle? Vor allen Dingen ist das Gute daran, dass die Hunde der Mongolen ja auch die Raubtierfälle geben. Warte mal. Natürlich dürfen wir den Fuchs nicht streicheln. Okay. Lassen wir den Bären in Ruhe. Wir haben was Wichtigeres zu tun. Wir wollen das letzte Teil. Bin ich mal gespannt, ob die Mongolen dann vielleicht tatsächlich von uns ablassen. Und die denken, wir sind einer von denen. Oder es ist nur optisch. Oder sie erkennen uns halt schwer. Das mag natürlich möglich sein. So wie Wildschweine. Ich glaube, hier ist das, ne? Also auf jeden Fall sieht fast aus wie so ein Anwesen. Aber es ist eine Brauerei. Dann machen die Felder hier auch Sinn. So. Ich habe keinen Halluzinogen, schade. Gift tut's auch. Ja, unser Onkel. Der fand das ja nicht so toll. Hä? Was war das denn? Zur Hölle. Ich fühle mich richtig betrogen. Hey. Das ist richtig fies. Gut, aber hat keiner mitgekriegt, als ich mit ihm gekämpft habe. Bombe, gut, Bonus.
Ja, den kann ich jetzt schon retten. Sehr gut. Das wäre jetzt ja wieder witzlos gewesen, wenn er gesagt hätte, das sind zu viele. Du kannst mich doch nicht retten. Geht. Leb wohl. Es wird sich fügen. Tut es immer. Ja, sag nicht, dass es das immer tut. Hätte mein Onkel mich dem Shogun übergeben, dann... Ja, werdet ihr vielleicht tot. Weil keiner so lautlos vorgehen kann wie ich. Oh. Sehr gut. Ich habe ja jetzt gezögert, weil ich wirklich dachte, aber Rauchbombe, ich kann es ja eigentlich mal... Böller, Schwarzpulverbombe. Rauchbombe. Und so, wenn wir das schon haben. Versteck dich nicht. Ich konnte ihn eben retten und dann auch nicht. Nee, jetzt noch nicht. Jetzt muss ich erstmal Raubtierfell abziehen. Alles wird wieder gut. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ihr seid sicher. Der Sansu klingt gerade ganz schön. Ich musste mich erstmal dran erinnern, wie man die Schwarzpulver-Geschichte da hier. Ja, genau. Rauchbombe, Schwarzpulver. Die ganzen Special Items einsetzt. Aber es ist ja eigentlich wie das Kunai. Ich setze die Dinge einfach zu selten ein, weil ich mit dem Kunai am besten bedient bin als Waffe. Ist irgendwie die gleiche Hütte, oder? Das kriege ich nie hin, ne? Diese blöden Specter. Speerkämpfer. Ach. Okay, dann so. Oh oh. Stirb jetzt. So, mein Großer. Jetzt wagen wir ein Tänzchen. Ja? Wo denn? Och du Heilige, da sind ja noch richtig viele.
hingegangen? Weg. Noch nicht weg. Zu gefährlich. Ja, ist ja gut. Dann hole ich dich später. Wenn ich mir Kaffee trinken bin. Na, hier war ich ja eben schon. So, wo sind die ganzen Nulpen? Da unten. Erstmal alle nacheinander hier sauber ausschalten und dann. Kann man den Sprung wagen? So, bald seid ihr dann frei. Rette ich dich, bevor du es wieder anders überlegst. Das wäre ja sonst ein bisschen blöd. Meine Gebete wurden erhört. Geht. Gebt auf euch acht. Es heißt, die Mongolen hätten die Heiler von Nakashima verfolgt, obwohl welche überlebt haben. Die sehen jetzt aber nicht so aus wie Brauereiarbeiter. Guck mal, das ist doch ein Köder, ne? Oder sowas. So, du Töle. Nee. Das ist hier so ein Typ. Ihr könnt mich retten! Ja, ja, ist ja gut. Locker bleiben. Danke, dass ihr uns gerettet habt, mein Herr. Man gab uns dieses Rüstungsteil, damit wir es beschützen. In euren Händen ist es sicherer. Ihr habt recht. Es war für Khotun Khan bestimmt. Das habe ich nicht gewusst. Dank euch wird kein Mongole es je tragen. Alle Teile der Mongolenrüstung. Ich sollte zurück zu dem Lehrling. Ach, stimmt. Die wird ja noch verfeinert. Aber das ist ja nur... Das ist doch kein Bruststück, das ist alles, was uns bleibt. Ein Schulterstück. Aber jetzt, warte mal. Quest muss ich noch aktualisieren. Ein bisschen zu früh, aber jetzt können die ganzen... Ja, das freut mich, dass die alle da wieder zurückkehren können und das normale Leben leben können. Guck mal, wir packen sogar diesmal mit an. Das ist ja richtig cool. So. Dann machen wir mal schnell Quick Travel, weil ich möchte jetzt die Rüstung noch anziehen. Beziehungsweise fertigen. Und dann, ja, mal gucken, was wir dann noch machen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ich mache mir Sorgen, dass ich das nicht in diesem Part schaffe. Hätte ja auch noch eine Armee von Mongolen dazukommen können. Man muss ja mit allem rechnen. Wir müssen reden. Später. Später. So, da ist der Lenny. Ist er draußen? Etwas Gutes haben die Mongolen ja doch für mich getan. Wie könnt ihr das sagen? Sie töteten so viele. Selbst euer zukünftiger Mann wurde von ihren Pferden zertrampelt. Das habe ich gemeint. Ich weiß, wie das klingt. Doch die Heirat war allein der Wunsch meiner Eltern. Das ist schrecklich. Wobei, das kann ich nachempfinden. Es ist eine Art Erleichterung. Ist es. Wenn ich die Invasion überlebe, kann ich mir nun wenigstens selbst jemanden suchen. Wehe, diese Samurai verschanzen sich bis zum Frühling in dieser Burg. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Gefunden? Ja. Hab ich. Der Feind wird die Arbeit eures Meisters nie tragen. Und die Mongolen haben für seinen Tod bezahlt. Das Wissen, dass seine Mörder niemandem mehr schaden, lindert den Schmerz. Ich wünschte nur, er würde mich ein letztes Mal lehren. Ihr könnt andere lehren. Ihr habt recht. Ich nehme einen Lehrling. Die Technik meines Meisters soll fortbestehen. Hier, lasst sie mich anpassen.
Oh, wow. Das sieht ja cool aus. Naja, den Helm haben wir gefunden. Die Schulter. Maske des Eroberers, wie geil. Was würde mein Onkel sagen, wenn er mich damit sehen würde? Ja! Genau, was wird der Onkel sagen? Du bist müde, ich weiß. Das möchte ich jetzt mal prüfen. Warte mal, Ausrüstung. Kleidung. Kann man die... Nee, die kann man nicht aufrüsten. Viel Erhöhung der Gesundheit verringert sämtlichen Schaden. Außerhalb von Kämpfen bist du getarnt, wodurch die Geschwindigkeit verlangsamt wird. Okay. Dann können wir uns eigentlich nochmal die Maske angucken. Möchte ich die jetzt wegnehmen? Dann ist es der offene Helm, ne? Ja, genau. Das ist ja cool. Der Helm halt an sich. Dann gehe ich jetzt schon schnell zum Rüstungsschmied. Mal zur Rüstungsschmiedin und da wird die Geistrüstung auf. Da. Und das ist die letzte Stufe. Vollständig verbessert. Ich kann noch Gusakus Rüstung verbessern. Zu eurem Schutz. Sieht ja so aus wie von Feudal her. Nee, das will ich nicht tragen. Aber da kann man jetzt mal sehen, wie das aussieht, wenn man nur das trägt. So, das und den Helm. Der ist da. Was würde mein Onkel wohl sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde mir jetzt nochmal einen Mongolen suchen und gucken, ob die mich angreifen. Wir müssen reden. Später. Das wäre echt witzig, wenn die Mongolen mich jetzt in Ruhe lassen. Hoffentlich finde ich jetzt welche auf die Schnelle. Was ist das denn? Tengai? Ach, das ist so ein Korb, so ein geflechtener Hut. Ich habe mich schon gewundert. Ich denke, warum kann ich das nicht aufsammeln vom Pferd? Geht ja sonst alles, aber gut, dann haben wir das auch. So ein Bienenkorb. Kommen so die letzten Minuten noch irgendwelche Mongolen in Patrouille. Guck mal, da haben wir doch welche. So, mal gucken, was die sagen. Na gut, ganz in Ruhe lassen sie mich tatsächlich nicht. Aber ich kann echt. Chiharwo! Das ist ja nice. Also du kannst richtig dicht an die Mongolen gehen. Da tut sich nicht viel. Aber die sind misstrauisch. Ne? Die sind dann schon misstrauisch.
wäre ja, das ist schon, glaube ich, das Beste, um in die Nähe der Mongolen zu kommen. Gleich nach der Geistrüstung. Ja, nice. Cool. Sakai, wir müssen so, jetzt hole ich mir noch meine Geschenke vom Baum, dann beende ich den Part und dann, ja. Sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Der blinde Erzähler? Er hat stets eine neue Geschichte auf Lager. Gibt gar keine Geschenke für mich. Okay. Gut, dann Ausrüstung. Ich möchte... Doch, wir hatten das Stirnband, ne? Genau, das Geiststirnband. Und die Geistrüstung. Vollständig verbessert. Die mit der Maske eigentlich ganz cool aussieht. Aber... Ich hatte nur dieses Tuch, ne? Das schwarze. Aber ich finde das cooler. Ja, wieder zurück in unserer alten Kluft. Obwohl ich tatsächlich, warte mal, am Überlegen bin. Rüstungsaussehen da, genau. Ja, das Cape ist länger, ne? Ja, da ist das Cape heil. Wenn, dann möchte ich schon... Doch, ich glaube, ich bleib so. Ich habe eigentlich nur noch eine Weste drüber an. So wie der Onkel eigentlich aussieht, wenn er ohne die Plattenpanzer an den Seiten aussieht. Plattenpanzerausrüstung, genau. Mich bloß Albträume bekommen. Seid ihr ein Ja, das sieht doch auch Schmuck aus. Dass ich mal einen Oni sah. Und diese Geschichten erinnern mich wieder daran. An den Oni, den ihr saht? Hört ihm nur zu. Dann seht ihr bald auch Oni in den Wäldern. Giosen ist kein gewöhnlicher Erzähler. Mein Leben lang trainiert. Für diesen Krieg. Ja, Training ist gut und ich hoffe, ihr schaut den nächsten Part, weil das ist auch gut. Oder wir sehen uns im nächsten Part. Ja, ich sage danke fürs Einschalten, danke für eure Interesse und Zeit und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann gehe ich mal ganz stark davon aus, damit ihr schon mal wisst, auf was ihr euch einstellen könnt. Ich werde jetzt diese ganzen Quests abarbeiten. Ich denke mal wieder von oben herab. Das heißt, die erste Quest wäre dann diese, dann das hier und dann immer so weiter. Und wenn wir das alles haben, dann glaube ich, ist die Karte das nächste Mal aufgedeckt, wenn wir uns wiedersehen und dann machen wir die letzten drei Hauptquests und dann ist das Hauptspiel durch und dann zieht's uns tatsächlich auf diese Insel. Aber erstmal beenden wir das und befreien Tsushima von den Mongolen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.